Moinsen, willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Workers and Resources Soviet Republic. Ja, ohne große Umschweife, wir gehen sofort auf Start. Das ist auch in etwa genau die Stelle, an der ich gestoppt habe letztes Mal, der 8. Januar. Die Nacht steht an. Im Hintergrund hier, wo die Maus gerade ist, da wird die neue Kneipe entstehen. Und ja, das ist so, ja, auch wie in der letzten Folge, so der Hauptgrund. Die soll fertig werden in dieser Folge und beliefert werden. Stichwort beliefern. Ich habe ja hier eben noch ein bisschen mit Wegen rumgespielt, die Häuser hier angeschlossen und so weiter und so weiter. Dann habe ich noch was anderes gemacht. Hier ein kleines Heizwerk. Ich plane das jetzt mal alles an hier, dann geht doch alles los, soweit ich das in Erinnerung habe. Macht ihr mal das mit hier. Ich will jetzt gar nicht so viel verteilen mit Bauaufträgen, weil Kneipe soll fertig werden. Die soll aus dem Grunde fertig werden, weil ich möchte den lieben Genossen Systemstreuner die Möglichkeit geben, hier einmal durchzufahren. Das hatte ich ja schon angekündigt. Und mit, wenn dieser Spielstand hier durch, also wenn jetzt diese Aufnahme durch ist, ach, meine Eieruhr. Augenblick. So, du läppt das Ding. Ja, das soll ja dann hier auch an den Start gehen. Ach so, dann wollte ich noch mal kurz zeigen. Ich habe jetzt hier noch mal geguckt, hier in meinem Stofflager. Sowohl diese hier, die sind jetzt hier mit dem Alkohol beschäftigt, als auch mit dem Stoff. Die Sachen müssen jetzt hier rausgeholt werden. Das machen einmal diese drei LKW hier, als auch die Stapler. Augenblick mal. Jo, und das geht an hier. Und dann habe ich den Jungs hier gesagt, die hier, die sind hier für die Läden auch zuständig. Die sollen die Stoffe da rausholen und hier reinbringen in das neue Stofflager, genau. Die fahren dann direkt ins Gebäude. Da ist jetzt noch nichts drin. Kommt da schon wer? Na gut, er bringt da eine Rolle hin. War wahrscheinlich die Einstellung noch nicht so. Sei es drum. Hauptsache, es füllt sich hier was. Wenn das sich dann füllt, dann kriegen die hier den Auftrag hier. Die haben ja noch hier Stoff in die Werkstatt zu bringen und so weiter. Das kriegen die dann weg. Das machen die dann nicht mehr, als auch hier in die... Hier geht auch Stoff rein, genau, das machen die. Das sollen die dann nicht mehr machen. Das macht dann nur noch der eine hier hinten beim Müll erstmal, weil da ist ja nicht so viel. Hier haben wir einen Kammers drin. Der bringt gerade Chemikalien. Ach, ist er gerade mit durch. Ja, muss ich vielleicht doch ändern. Ich muss irgendwo mal schauen, ob ich irgendwo noch ein Vertriebsbüro habe, wo ein geschlossener LKW rumsitzt. Und das Vertriebsbüro soll dann eben das mit übernehmen, die Stoffverteilung. Warum machen die hier das nicht? Weil wenn die hier... Wenn die das befüllen, kann das gleiche Büro das befüllen, das auch entleeren? Weil sonst beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Weil den Jungs hier möchte ich eigentlich keine Aufgaben mehr zuweisen. Die haben hier dafür Sorge zu tragen, dass die beiden Werke hier laufen. Habe ich noch irgendwo was? Ich hatte doch noch so viele kleine hier.
Was ist das denn hier? Das sind die Abseitscontainer, die aber auch rumstehen und nichts zu tun haben. Da könnte ich einen reinsetzen. Ja, schauen wir mal, was haben wir hier noch drin? Kipper. So, da ist Kipper. Vielleicht musst du dann noch so ein kleiner Zweier hin, mein berühmter. Das mache ich aber dann. Aber ich habe gerade den Müll hier gezeigt. Da hatte ich noch aus letzter Folge noch so einen Einfall. Ich habe doch hier den Abriss, die Abriss-Heinis. Das ist doch eigentlich Quatsch, wenn diese drei Heinis hier ihren ganzen Kram immer da hinten zum Müllkomplex hinbringen müssen. Hier hinten. Während ich hier doch eine ganze Rotte habe hier mit Müllfahrzeugen, die nur noch auf brennen, irgendwas zu machen. Dann lasse ich die doch, hier die Abrissbüros, künftig, wenn die was haben, alles hier reinschmeißen. Die sollen alles hier reinschmeißen und fertig. Und dann können die das dann wegbringen. Ja, das werden wir mal. Das Muckvieh mal. Das sind die Quellgebäude. Das ist hier. Ja, das könnte. Quellgebäude ist auch das falsche Wort. Schmeißt das alles hier rein, was ihr habt, künftig. Dann braucht ihr nicht so weit zu fahren. So. Dann wollte ich mir. Hier ist doch schon Kram. Ihr habt doch schon den Auftrag. Den kriegt ihr jetzt. Beladen. Klamotten. Bis auf null. Ja, bis auf null. Nee, mach das mal. Halt dir mal bis zur Hälfte leer, weil wir wollen ja auch die Kleidung selber verwenden hier. So, seid ihr auch schon beim Zoll? Zoll habt ihr noch gar nichts. So, dann kriegt ihr noch mal den Zoll dazu hier. Beim Zoll sollen Klamotten entladen werden. Jawohl. Und weiter im Takt. Dann hatte ich mir einen Bus. Ich könnte auch diese kleinen nehmen, aber ich wollte jetzt nicht so viel Betrieb da haben. Ach, der muss ja eh nochmal zurück hier in seinen angestammten Platz. Ein Bus für die Klamottenindustrie. Da hatte ich vorhin auch wieder den einen mir ausgeschaut, den habe ich ja schon häufig. 30 Passagiere. Komm mal her. Und dann lassen wir das Ding mal starten. Also hier, dann soll mal die Kleiderproduktion mal anlaufen. So, du fährst auch zum Bahnhof. Ja, da haben wir doch hier so eine schöne Bushaltestelle hier, so eine Lütje. Jo, Augenblick mal.
Ja, immer wenn ich Augenblick mal sage, dann mache ich mein Mikro kurz aus und dann nippe ich mal an mein Käffchen, das mache ich jetzt mal mit. Hapsa, ach, da ist auch schon wieder mein berühmtes Handy. Ja, ah ja, jetzt wollen wir mal schauen. Den Bus, den habe ich jetzt hier angefordert. Und wenn der jetzt, so wie jetzt, während der Anfahrt zum Depot, kriegt er seine Route und dann wird Depot-Anfahrt abgebrochen. So, und dann nölt er ja gleich nach Sprit, weil er ja, wenn er wenn er zum Depot fährt, dann fährt er quasi auf Notstrom. Er wird dann da auf jeden Fall hinfahren. Man kann die Fahrzeuge quer über die Karte. Wenn ich hier oben ein Depot hinbaue, ein freies, und mir hier was kaufe, oder wo auch immer, oder das direkt anwende, dann kommt der da direkt, kann ich auch einen Matschweg nehmen. Ich habe das Wort jetzt kopiert, also ich nehme das weiter, das gefällt mir. Kann ich auch so einen Matschweg nehmen und dann wird der da hinfahren, ohne was. Wenn er eine Route bekommt, dann ist Sense. Dann in dem Moment hat er Demand, also den muss er Sprit haben. Und den sucht er jetzt und das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Das ist in Ordnung. Er fährt jetzt hier hin, hat das also gefunden in seiner Routenplanung. Und ja, und haut die Hutze voll. Und dann soll er uns gleich mal die Leute dahin bringen, um Kleidung zu generieren. So, das ist schon fertig hier. Guckt mal. Ja, mit diesen Dingern hier, Betrieb ohne Probleme, aber eben ohne Arbeiter. Aber ihr habt ja gerade die Meldung gesehen, das ist hier nicht tragbar. Das können wir so nicht machen. Guckt euch das an. Die armen Leute. Ne, das, Ja, und gut, dass ich hier auch gerade schaue. Er nimmt wieder einen mit. Den Verdacht hatte ich letztes Mal nämlich auch. Ja, aber hier gehen dann, ich glaube, vier Arbeiter rein. Das heißt, dann lasse ich die Busse künftig dann einmal kurz hier reinfahren und anschließend hier und dann müsste das passen. Ja. Das sollte eigentlich, das machen wir auch mal auf hohe jetzt hier. Das ist, das sollte eigentlich, ja, Können die eigentlich auch mitmachen hier? Weil das tut mir richtig weh, wenn ich sowas sehe. Oder wenn ich zum Beispiel, wenn ich keine Nahrung habe, wenn die Leute irgendwie leiden aus irgendeinem Grunde, dann, oh Gott, das tut mir richtig leid. Also das ist, ja, die Stoffklamotte, die macht mir noch Sorgen. Pass auf, ich habe doch hier immer von diesen Verteilungen, ich habe doch jetzt hier immer von diesen kleinen hier angegeben. Stoffe werden auch nie viel gebraucht. Guck mal, der passt doch überall hin. Deswegen mag ich die Mod so gerne, weil ich ja gerne klein baue. Dann, machen wir den. Oder wollen wir gleich einen Vierer nehmen? Nee, ich nehme erst einen Zweier. So. Pass mal auf, hier schon mal die Vorfahrt hin. So, das ist dann, hier ist schon, ja, zwei Rollen sind schon drinne hier. Prima. Ach, jetzt habe ich das ja so auch. Ja, ich habe das ja hier geändert. Muss mich auch dran gewöhnen. Ich habe das ja hier.
Hier habe ich ja das Häkchen weggenommen. Wenn man das reinnimmt, dann werden Bauaufträge sofort auch gestartet. Also die sind dann halt so wie das Gebäude hier. Da ist dieses Fenster jetzt leer. Das ist, weil ich dieses Fenster deaktiviert habe beim Platzieren. Ist das dann immer leer. Das habe ich auch übernommen von dem Systemstreuner. Finde ich eine super Sache, weil wenn man Gebäude baut, dann man ist doch eher häufig im Planungsmodus und die Gebäude sollen nicht gebaut werden, bevor dieser Planungsmodus letztendlich auch abgeschlossen ist. Aber den kann ich jetzt in diesem Falle mal starten hier. Der wird auch Bescheid, sag mal auch Bescheid hier. Hier müssen auch wieder die Busse hin, sehe ich gerade. Das Viereck hier ist nicht zu sehen bei der Straße. Deswegen gehen hier auch die Busse mit ran. Auch wenn ich mich manchmal wiederhole, das tue ich ganz bewusst aus dem Grunde, es sind ja auch manchmal Zuschauer dabei, hoffe ich zumindest, die das Spiel noch nicht so kennen, denen die kleinen Tricks und so noch nicht so ganz geläufig sind. Und deswegen sage ich so manche Tricks gerne nochmal ein zweites Mal oder ein zehntes Mal, dass das dann auch mal vonstatten geht. Was mich hier noch immer gewundert hat, ist, dass das eine hier, das ist immer so gelb. Aha, das ist nämlich noch nicht gebaut. Hase. So, was machen denn meine Züge hier? Zwei Bauaufträge, sehr schön. Einmal die Brücke und einmal das hier noch. Das läuft also. Gut. Das habt ihr fertig, das habt ihr fertig. Oh, ich hoffe, dass ich den nicht zu weit nach drinnen gebaut habe. Ich habe so ein bisschen Sorge. Schaut mal. Ah, das kann ich erst sehen, wenn die Kneipe fertig ist. Wenn ich Pech habe, ist mir das zu weit reingeraten hier. Man sieht nämlich nur den Stern, glaube ich. Das würde ich offcam korrigieren, wenn das jetzt irgendwie nicht gut geworden ist. Aber das lassen wir uns überraschen. Wieso ist hier kein Baubüro zugewiesen? Muss das nicht automatisch geschehen? Bus und General Randa. Ach, der ist wahrscheinlich aus dem gleichen Grunde, weil der war wahrscheinlich aus hier. Gut, jetzt bringt man alles ran. Wir fliegen mal mit. So. Du bist fertig. Ach so, ja.
Ich war eben gerade. Wie kommt denn der Bagger hier hin? Ist der von. Ging ja schnell. Naja. Ja, dann hätte ich gerne mal. Ne? Kies. Du holst Beton. Ja, ich habe das hier so mit Wäldern zugepflanzt. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann. Ganz sicher bin ich mir immer noch nicht. Ja, ob diese Bäume tatsächlich auch einen reinigenden Faktor haben, ob damit auch die Luft gereinigt wird. Bei City Skylines war das, glaube ich, damals so. Ich weiß jetzt nicht, welchen, also hier, erst Teil 1 oder whatever. Da war das in der Tat so, dass die Bäume dann zum Umweltschutz ein bisschen beigetragen haben. Und ich weiß nicht, ob das hier im Spiel implementiert ist. Ich wünsche mir ja, ich fürchte nein. Ich hatte mal geglaubt, ja, aber das sind, glaube ich, andere Faktoren, die denn da noch eine Rolle spielen, so dass eben das manchmal etwas irreführend ist, dass man dann glaubt, wegen den Bäumen wird das jetzt gesäubert. Aber wie gesagt, ich glaube, dem ist nicht so. So, Kies ist da, hier kommt Beton. Da kann Kamerad Bagger auch mal loslegen. Nicht, dass sie deine Hydraulikzylinder einfrieren hier. Sehr schön. Ja, dann eine Rutsche Stahl und dann soll er hübsch sein. Gut, lassen wir ihn mal. Wie sieht's hier aus? Schornstein raucht, das ist gut. Der Alkohol wird rausgeholt, das ist auch gut. Alles klar, hier wird geackert, das freut mich. Augenblick. Upsi. Ja, ich werde euch jetzt nicht sagen, warum ich das gerade ausgemacht habe. Ihr könnt es euch denken. Keine Stoffe drin, ja. Aber hier sehe ich gerade ein. Ist nicht viel, was hier ankommt, Freunde. Haut das mal voll hier. Keine Pflanzen, was? Wie? Oh Gott. Daher weht der Wind. Er bringt jetzt hier eingekaufte Pflanzen, alles klar. Sehr schön. Hier in einer nächsten Folge muss ich noch schauen, dass ich dann hier
noch irgendwie mein Dings hinbekomme, hier mein, das wird sich hier ganz, ganz gut machen, hier mein, na, Eisenbahnbaubüro, so wollte ich sagen, genau. Das soll dann hier noch hin. Ja, dann sprachen wir noch über einen Botschafter, einen oder mehreren. Ich weiß gar nicht genau, wie das laufen soll oder kann. Da gibt es ja durchaus Interesse, dass man einen Botschafter hier einlädt in die Republik. Und das fände ich toll, wenn hier jemand ein Botschafter sein möchte. Ja, was würde man machen? Würde man ein Gebäude ausgucken oder eins speziell bauen? Und dann, was macht der Botschafter? Macht er Vorschläge? Da würde ich dann gerne drauf eingehen, wenn dann der Botschafter sich meldet und sagt, hier, der Botschafter Tralala aus, was ich es dann, hätte gerne, dass hier ein Kohlekraftwerk oder dass wir uns um, ja, dass wir Uran holen, das Uran da hinten, da hätte ich auch noch Bock drauf. Und hier, die Gegend hier soll ja Bauxit. Das heißt dann, in diesem Bereich, da sollte auf jeden Fall dann irgendwas mit Alu Herstellung. Und wenn dann Alu, dann könnte sich auch ein Flughafen wie irgendwo gut machen. Und ja, und dann hier entlang dieser damaligen Fehlplanung müssten noch Ortschaften hin. So ein bisschen, na, ruhig größer, die sollen dann ja mit der Straßenbahn verbunden werden, dass dann hier einen schönen, dass es auch Gründe gibt, hier mit der Straßenbahn lang zu fahren. Also das hier, dieser Streifen hier, der soll urbanisiert werden. Ja. Aber jetzt nicht zu viel planen, alles ungelegte Eier. So, ja, ihr Armen, ich weiß, dass ich verstehe das. Wir schaffen gerade Abhilfe. Die anderen, die lasse ich jetzt dran hier. Die sollen hier weiter schmokern hier. Ich kriege hier mein Holz hier und dann ist das gut. Sprichst vom Deibel. Gleich mal stoppen, pass auf. Wir ändern die Linie. Da kommt schon Mitarbeiter. Ja, das passt wie die. Wir holen die ab. Dann gehen die anschließend hier rein. Dann zur Feuerwehr und dann zu dem anderen. So. Und du fährst jetzt sofort da rein. Ach, nützt ja auch noch nichts. Ja, kann er ruhig machen. Dann bekommst du das auch noch. Da gehen 20 Tonnen rein. Mach den mal zu 70 voll. Und dann machst du den mal nach ganz oben. So, Open Storage haben wir denn hier, das Ding hier und die Firewood Sheds, die können nach unten. So, und das ist ja nur für den Zement Heini, den will ich gleich mal umbenennen. So, jetzt müsste er doch gleich los. Ja, up, da fährt er los. Der Bus kommt. Jetzt beeil du dich mal, dass du da Holz kriegst. Wo willst du hin, hä? Nein. Jetzt fährt der da ganz hinten hin. Oh nein, was machst du denn da? Ach Gott.
Nee, das ist doch richtig. Wo fährt er denn jetzt hin? Ich hatte eben gedacht, er fährt. Wieso fährt er auf die Bahn? Der soll doch jetzt. Ich will ihm das mal verzeihen, weil es jetzt das erste Mal ist. Aber in den Kopf will mir das nicht. Jetzt guckt er hier weg und und dann noch mit 40 und das im Winter. Ich habe extra den Bus umgeleitet. Kollege, der sonst war aber ein ganz kalter Start hier im wahrsten Sinne. Dann drehe ich hier wenigstens um. Oder habe ich hier irgendwas mit Schildern, was er da nicht hinkriegen soll? Lass mal Schilder kontrollieren. Wieso ist er da nicht hingefahren? Sind hier irgendwelche Straßenschilder, die ihn da hindern? Gucken wir gleich nach. Pass auf. Haben wir hier irgendwas an Schildern? Nee. So. Zack. Wasser hat er gekriegt. Hier ist kein Schild, was ihn da jetzt hindert, dahin zu fahren. Er hätte einfach hier rausgekonnt, hier rüber, hier rein. Hol dir den Kram und stopf den da rein. Jetzt fährt er da wieder hin. Gut, wie gesagt, abgeheftet. 10 Leute gehen. Oh, ich dachte, da geht weniger rein. Aber gut. 10 Leute? Gut, das wurde das. Ich sehe gerade, ja, die werden einen größeren brauchen hier. Das haut jetzt nicht mehr hin hier für den Winter. Das ändern wir sofort. Offene Ladefläche, Gesamtkapazität. So, den haben wir jetzt. 1,1, das ist ein Tatra von 52 und Alter. Mit 80 Sachen. Uff. Komm du mal her.
Und du kommst mal hier rein. So. Jetzt wollen wir gleich den Tatra hier rein kommandieren, bevor er hier vorbeifährt. Der dürfte jetzt nicht allzu weit weg sein, der Tatra. Passt mal auf. Der dürfte nämlich gerade jetzt erst den Zoll verlassen. Sehr schön. Gut, dann werden wir uns erstmal um das. Ja, die Meldung, die haben wir jetzt noch ein paar Mal. Die Kneipe ist fertig. Auch schon Gäste. Kein Alkohol. Oh, das können wir nicht. Das wollen wir nicht riskieren. Habt ihr. Moment mal. Ah, jetzt habe ich mich. Das Husten solltet ihr gar nicht hören. Aber gut, mir geht's gut, keine Sorge. Warenhaus. Okay. Guckt nur der Stern raus. Es guckt nur der Stern raus. Kümmere ich mich gleich drum. Wie viel Sprit geht hier rein? 10 Tonnen. 50%, ja. Das machen wir. Es guckt nur der Stern. So soll es eigentlich aussehen. Das schreit nach Berichtigung. Haben wir die Zeit noch? 20 Minuten. Die haben wir noch, weil ich will das jetzt vorzeigen hier. Und dann soll das auch entsprechend aussehen. Wenn ich hier die Republik vorstellen möchte, dann muss das in Ordnung sein. So, hier haben wir das zweite DO für Stoff. Abgedeckte. Ein Stoffhändler. Was haben wir da? Guck mal hier, den hatten wir ja noch gar nicht. Als Bus haben wir den, aber so hatte ich den noch nicht. Wie viel Stoff geht denn da rein? 1,4 Tonnen. Du, wir versuchen das mal. Nur was für eine Farbe. Kommt rein halt. So, wenn ihr das denn fertig habt, dann könnt ihr euch doch mal mit dem anderen sonst hier beschäftigen, soweit. Hä? Bin doch blöd. Machen wir mal hier gnadenlos weiter jetzt hier. Das hat ja alles viel zu sehr gedauert. Falls ihr euch wundert, warum das hier angewählt ist und das ist noch gar nicht erreichbar. Ich habe, glaube ich, die Straße mal weggenommen hier und da war das hier noch angewählt und daher. Von daher geht das alles noch nicht. Legen wir mal los hier. Ah, Sanierungsarbeiten sind auch wieder.
Jori, technische Dienste, was habt ihr denn Schönes? Sehr schön. Übrigens, wenn ihr die Taste G drückt und dann oben mal nicht scrollen könnt, dann seid ihr, wenn ihr mit der Taste G gerade mit der, also ihr seid mit der Maus über ein Menü und drückt dann G, dann könnt ihr das Mausrad drehen, wie ihr wollt. Das wird dann nicht funktionieren. Der Mauszeiger muss über dem Spielfeld sein, wirklich. Also ohne, dass da ein Fenster hinter ist. Wenn man dann G drückt, dann kann man scrollen. So, Feuer gelöscht. Übrigens, die Meldung, wenn ich die einmal anhabe, dann klicke ich die mit der rechten Maustaste weg. Das ist dann auch wie löschen. Ihr seid durch. Sehr schön. Haben wir gleich. Nee, es kommt die Nacht. Gehe ich mal kurz auf die Pause. Jetzt will ich mal schauen, ob ich den auch so reingefromselt bekomme, wie ich das schon mal hatte. Oder ob ich hier nochmal aufräumen muss. Pass mal auf, wir suchen uns den nochmal her. Hier muss ich hin. Jetzt ist das Gebäude natürlich schon fertig. Jetzt sieht man das natürlich besser, wenn das rausguckt. Ja, weil das die Sichel und der Hammer, das ist so ein bisschen nach hinten versetzt. Das ist natürlich dann etwas doof. Das wollte ich so nicht. Ja, das ist besser. Haben wir gedacht, dass das jetzt nicht mehr geht. Warum nicht? Gebäude im Weg. Kann ich die jetzt so abreißen ohne... Ja, da mache ich jetzt keine Experimente. Passt mal auf, da muss ich einmal kurz das rausnehmen. Da weiß ich nämlich jetzt nicht, ob da meine Müllmod... meine Müllmod sage ich schon. Die Müllfunktion da nicht mir im Weg war. So, Flower. Ja, und jetzt sind wir schon so weit. Bam, 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 bam. Dann mache ich den Müll erstmal wieder an. Ich mache die... Oh, die ist auf nie. Oh, das dürft ihr nicht machen hier. Automatisches Speichern nie. Das ist... ich empfehle da... Ich habe immer 20 Minuten. Aber jetzt muss ich einmal kurz in den Landschaftseditor. Um mal eben kurz ein paar Bäumchen dahin zu fromseln. So, wen nehmen wir da? Nicht so was Hohes.
Ach so, ja. Der muss weg. Wenn ihr diesen Kasten nehmt, wenn der angewählt ist, dann kann man, hat man so Restriktionen durch Straßen und Wege. Das soll verhindern, dass man eben auf diesen Straßen und Wegen baut. Wenn ich jetzt aber hier zwischen meinetwegen irgendwo hier, also freie Schnauze, auch auf dem Weg, was pflanzen möchte, dann kann ich das tun, indem ich diesen Kasten hier hinter dem B und A, dahinter ist noch ein Kästchen. Wenn ich den deaktiviere, dann kann ich auch auf Gebäuden oder überall, wo ich will, kann ich dann Pflanzen hinsetzen. So. Ich hätte gerne dann diese klassischen hier. Hier sollte was Schönes. Pass mal auf, die wähle ich mal ab. Wenn ich abgewählt habe, dann sind sie alle angewählt. Dann nimmt er alles Querbeet, was er hier hat. Nein, eine Palme jetzt nicht unbedingt. Die hier sind im Winter grün. Das sind also keine, also irgendwelche von denen, ich weiß nicht mehr. Das sind also irgendwie keine europäischen. Hier, die hier sind das. Die sind, die blühen eigentlich so mehr in anderen Ländern. Hier Dschungelbaum und sowas, ne? Und hier Palme. Aber ich mag die trotzdem recht gerne. Weil ich kann mir ja mit dem Grün, das kann ich mir dann schön reden. Da sage ich dann ja hier, die Pflanze hat einen Lotus-Effekt und dann da bleibt nichts drauf. Und so rede ich mir das dann schön. So, jetzt machen wir mal wieder den Editor aus und machen uns sofort den Autospeicher wieder an. Autospeicher mache ich aus. Ich speichere mal eben zwischendurch. Autosave mache ich mir immer aus, weil sich da immer eine Karte generiert hat, wenn man im während man im Editor ist, gespeichert hat, dann wurde eine Karte generiert. Das soll jetzt, glaube ich, nicht mehr so sein. Das weiß ich nicht, ob das jetzt nicht mehr so ist. Busvaloka, General Brapova. So. Ja, kommt hier alle ran hier. Dürft alle mitmachen und das Ding bekommt hohe, weil das ist ja hier unser Vorzeige Heini. So, du bist hier mit durch, da bist du mit bei. Ihr habt zwei Bauaufträge. Jawohl, ihr habt die zwei. Ja, du würdest sagen, einmal Kette. Und wir schauen, wie die Kneipe aufgehübscht wird. Ah ja, ich habe auch so eingestellt, dass die erlaubten Arbeiter außerhalb der Baubüros, da habe ich hier, seht ihr die 5, das sind dann diese 5 hier. Das kann man auf 0 setzen. Auf jeden Fall, ich empfehle es zu reduzieren. Jetzt. Alter, wie kommen denn hier so viele Leute hin? War hier ein Bus oder? Ja, sei es drum. Ich habe mal ein, ich habe hier mal irgendwas verziert, Zaunelemente, da gab es die Zäune noch nicht. Und habe das alles schön gemacht und dann, und jedes Zaunelement hat gleich mal 50 Arbeiter gebunden und haben wollen. Was wollt ihr alle hier? Und
Ich kriege eine Meldung, kein Strom mehr. Ja, meine Arbeiter, die fanden das alles viel geiler, da so eine Mauer hochzuziehen, als ins Kraftwerk zu gehen. Und ja, warte mal, das soll unser Screenshot werden. Bin zwar, wir machen noch ein Stück weiter hier, aber das wird der Screenshot. Das soll er werden. Jawohl. Bisschen dichter. Prima. Zum Henker. Klack. So, hat zum Henker den Müll. Das sollte mich wundern, wenn er keinen hat. Schnappes hat er. Müll hat er. 1, 2, 3, 4 Mal sogar. Alles klar. Was mache ich mir Sorgen? Und der Schnee schmilzt. Prima. So, Heizung. Kriegst du die Bude voll hier? Ja, hier ist voll. 10 Leute. 100 Bar. Hier auch voll. Ich flipp aus. Er kommt doch schon wieder zurück hier. Da hat, ach, deswegen fährt er hier lang. Er hat, nee, er kommt eh von hier. Ja, der wird an seine Grenzen stoßen hier regelmäßig. Das wollte ich hier umbenennen. Na gut, er hat hier schon 8 drinne. Der ist hier voll, kriegt er hin. So, das ist dann Waloka. Schreibt man das so? Ja. Zementsilo. Was ist denn hier los? Wartung oder was ist es hier? Jupp, hier ist Wartung. Ich wollte auch noch mal schauen, dass ich hier noch mal ein paar Signale reinbekomme. Und zwar mixed. Genau. Ich wollte nur gucken, ob sie passen. Ja, passen. Aber auch so gerade eben. Seht ihr? Ich habe hier, glaube ich, 3 Spots. Und das wäre es dann. Weißt du? Und, aber das geht noch rein. Ich mache sie jetzt noch nicht, weil ich will das ja zu Ende bauen nachher hier. Und was macht denn mein Stoffgeschehen hier? Ah ja, genau. Hier ist übrigens meine Ascheverwehungsgeschichte hier. Jo. Wo war er denn nochmal? Hier. So, da seid ihr ja schon. Bei dem Kleinen hier, da muss man auch immer aufpassen. Wenn man da so große LKW reinstellt, dann gucken die dann durch das Dach durch. Das sieht ja ein bisschen, das sieht ein bisschen assi aus. So, ihr dürft euch dann hier bedienen. Wenn ich ihn denn treffe. So, da holt ihr euch Stoff raus bis auf null. Und wem bringt ihr das denn? Alle, die Stoff haben wollen. Als da wären. Die Werkstatt. Zunächst mal das Allerwichtigste. Die kriegt dann das auch direkt was rein, ne? Genau. Auch hier ins Lager, ja. Machen wir erstmal hier ins Lager was rein. Entladen. Ins Lager. Ja. Die gucken wir uns gleich an.
Wollen wir auch direkt was reinschmeißen? Machen wir auch. Und zwar hier. Du hast ja auch ein internes, ne? Genau. Und hier. Ich schmeiß auch direkt was rein. Warum schmeiß ich direkt was rein, wenn das Fahrzeug repariert wird gerade? Oder die beiden. Dann habe ich noch das hier als Buffer. Als Puffer. Als whatever. Sollen die auch da hinten hinfahren? Erstmal gucken, wer jetzt hier überhaupt noch Stoffe kriegt von dem hier. So, ihr habt auch noch Stoffe. So, Werkstatt klein, keine Stoffe mehr. Das heißt, jetzt muss ich alle anderen anwählen. Dann machen die keine Stoffe mehr. Wenn ich den jetzt auch anwähle, dann sind sie alle weg. Damit ist eh, das ist ja wer dann auch doppelt gemoppelt. So. Wie gesagt, die meisten wissen das, die hier zuschauen, aber ich mache gerne mal ein bisschen den Erklärbär. So, beim Zoll wird auch kein Stoff mehr gekauft, haben wir klar. Hier auch nichts. Werkstatt. Stoff raus. Stachkorowstor, Haus, Warenhaus. Wo ist das denn? Ah, hier, da ist nichts. Hier haben wir das gleiche in Grün. Ihr macht das jetzt nicht mehr. Bei der Stofffabrik holt ihr euch nichts mehr. Der geht weg. Und zum Recycling da, da könnt ihr noch den Plastik rausholen. Das macht ihr jetzt auch nicht mehr. So. Die holen sich Plastik. Ach so, das können die noch machen hier, genau. Alles klar. Ja, und die Stoffverteilung, das ist doch jetzt in Ordnung. Haben die drei? So. Und da Stoff, wie gesagt, ja auch nicht so dolle gebraucht wird. Das machen die. Okay, dann können die das weitermachen. Dann sollen sie sich das aber auch von woanders holen. Aus dem großen Zollhaus nicht mehr, sondern folglich eben von dem Stofflager. Stoffe bitte daher holen. Wir kaufen Plastik auch noch ein. Ja. Mache ich erstmal weiter. Weil Plastik habe ich keine Produktion. Das ist hier nur aus dem Müll. Da weiß ich nicht, wie viel da anfällt. Da möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass ich da jetzt. Da habe ich dann lieber Backup vom Zoll. So, er ist jetzt hier, ja, nur mit Alkohol voll. Ist schon bald wieder ein Millionchen. Jetzt will ich mal langsam mal wieder auf mein Geld gucken. Ich hatte doch letztes Mal so geaßt. Aber es läuft. Ich habe hier, okay. Hier seht ihr die drei Kredite. Die sind alle recht nah beieinander. Und jedes Mal 2 Millionen. Habe ich echt gut
rausgehauen hier. Was haben wir denn bei Dollar? Da haben wir nichts, da ist alles bezahlt. Gut zu wissen. Ach ja, ich hatte noch was vorhin, bevor ich gestartet habe. Ich habe hier meine Klamotten hier, die sind doch alle recht. Wieso werden die nicht repariert? Ab 1937. So, das ist einmal der. Der war das, glaube ich, auch, ja. Ob ich den verschrotte oder nicht, das ist jetzt mal eine andere Sache, aber ich hätte die dann schon gerne, dass die intakt sind hier. Du bist gut drauf hier, ne? Ja. Und ihr zwei? 14 ist okay. 16 auch. Fährt da jetzt einer hin hier? Nee, die suchen eine Werkstatt. Die Werkstatt sollte da eigentlich hinkommen. Ja. Haha, nein, kommt sie nicht. Weil kein Straßenanschluss. Die Straße hier ist für den Mast. Das heißt, hier drinnen. Ah, alles klar. Dann können wir das ja auch gleich mal wieder abbrechen hier. Ja, gut, lassen wir das. Okay. Ach, jetzt habe ich Lust, weiter zu spielen. Aber unsere Zeit ist um. Wir verteilen hier nochmal ein paar Aufträge hier. Hier, das, was ich vorhin meinte. Rechte Maustaste, weg ist er. Das war jetzt Bus. Und General. Na komm, macht alles jetzt hier. Jetzt wollen wir was wissen. Wartung findet eh statt. Alles klar. 6. März. Schön. Gefällt mir. Ich speichere ab. Na, X, Y und Z. Ich hoffe, dass ich diesen Spielstand dann dem Systemströmer zukommen lassen kann, dass das zum Laufen kriegt. Und ja, dann schauen wir mal, ob er dann hier durchhuscht. Wenn das dann geschehen wird, jetzt nicht heute, nicht morgen, aber wenn das dann stattfindet, dann werde ich das natürlich auch verlinken. Und dann ja, und dann schauen wir weiter. Bis dahin. Wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt mir gesonnen. Alles Gute. Tschüss.